Dann einmal ab in den Wald. Hier waren wir überall. Das Problem ist, wenn man wissen würde, welche Quests, wo, wie, wann, was und so, dann würde man die ganzen Wege nicht 15 Mal laufen. Aber das tut man leider. Nein, also man muss dazu sagen, diese Quest haben wir einfach verpeilt, dass wir die nicht mitgenommen haben, dass wir die nicht eher mitgenommen haben. Da sind wir gerade selber dran schuld. Ja, ich habe doch keine Ahnung von Quests. Ich weiß doch nicht, was, wo, wie, warum. Also für euch ist das ja alles nicht neu. Für mich schon. Also ich muss, also ich merke mir jetzt zu meiner großen Schande auch nicht alle Quests, die, wo man da lang muss. Selbst schuld. So, eine Notiz. Monster von Maine, Rohentwurf, letzte Post, die Beweise Teil 2. Sie haben meine Kamera genommen, alles, wonach ich die. Der Beweis, alles. Der Beweis, wonach ich die ganzen Jahre gesucht hatte, war da. Jetzt sind Sie, ist das Militär hinter mir her. Haben wahrscheinlich meine Wohnung durchsucht, meine Unterlegen. Unterlegen? Meine Unterlegen? Finde ich Deine gut. Da Unterlagen. steht Unterlegen. Mein Leben, alles, worüber ich in diesem Buch geschrieben habe, alles, wovon ich in dem Podcast gesprochen habe, alles Worte, wenn ich keine handfesten Beweise finde, also werde ich genau das tun. Zur Wohnwagensiedlung sollen wir jetzt. Da bist du bestimmt schon, oder? Die ganze Zeit hinterher hüpfen. Öffnen ist es kein. Ja, das bin ich. Tada! So, herausfinden, zu welchem Wohnwagen der Schlüssel passt. Aber ich habe hier auch noch irgendwo, konnte man auch noch diese andere Dings. Ach, den Agenten verfolgen? Was? Wieso? Bist du schon an dem dran oder sowas? Ich hoffe Ich schon. bin da schon hinterher. Du musst mir doch Zeit geben zu reagieren. 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Ja, für mich gab es das nicht. Und dann musst du den Trailer suchen. Kann ich auch noch schnell die Nebenquest hier mal abgeben. Die haben wir nämlich immer noch im Inventar. Das muss ich auch noch machen, ja. So, was mache ich, wenn der Agent schneller ist als ich? Feuer laufen. Okay. Ist aber keine Quest, wo ich jetzt Sprint irgendwas für brauche oder so, ne? Du wirst den Agenten nie einholen. Auch mit Sprint 6. Naja, ist auf jeden Fall klar gewesen, dass er für Orochi arbeitet. Wenn er mit einem Orochi-Truck abhaut. Jetzt, muss ich nach da oben? Kann ich mich doch zu dir porten? Das geht doch. What? What? Ich wurde von einem Hubschrauber angegriffen. Ja, das haben die mal vor. Die Schweine. Oh nein, ey, das kann nicht sein, oder?
ich muss das machen. Was denn? Das ist zum Kotzen. Kannst du hin? Ich muss, das Ding ist abgebrochen. Ich dachte, ich könnte das abkürzen, indem ich mich zu dir porte, aber nein, er hat dann abgebrochen. Nein, nein. Ich muss das machen. Ja, das hättest du mir auch vorher sagen können. Bevor du meinen Port angenommen hast, zum Beispiel. Ich bin davon ausgegangen, dass du dem Agenten hinterhergelaufen bist. Bin ich. Bis zum Auto und hast ihn dann entkommen lassen? Bis zum Auto und er ist dann weggefahren. Ja. Und dann sollte ich der Straße folgen. Und dann hat mich ja dieser Hubschrauber angegriffen. Und dann habe ich mich zu dir geportet und dann sagt die Quest jetzt plötzlich wieder, ich soll zur Stelle zurückkehren, wo ich den Lieferwagen sehe. Also wird es wohl nicht funktionieren. Also da ich mich da oben hingeportet habe, ohne dass ich der Straße gefolgt bin, Oh gut, hast halt ein bisschen mehr Ambiente dabei. Ja. Wahnsinn. Kann ich dir dann auch gleich erklären mit Sprint und so? Wenn du einfach mal auf I gehst, du kannst ja weiterlaufen derweil. Ja, die sind Trefferhelden. Ja. Ah, Sprint und Begleiter, Pets, ja, ne? Hab ich schon gesehen. Was, die haben wir getroffen? Gut. Das kann gar nicht sein. Ja, vielleicht muss ich doch ein bisschen ausweichen. Oh oh. Ach, ihr Schweine. Jetzt darf ich die Kacke nochmal machen, richtig? Da hinten raus oder kommt drauf an, wo du rauskommst? Aber was sagt er dir denn jetzt? Sagt er dir, geht die Straße entlang? Nee, jetzt sagt er mir, dem Lieferwagen weiterfolgen. Warte mal, ich bin ja direkt neben meiner Leiche rausgekommen, also alles gut. Ach ja, und der hat extra auf mich gewartet, der Hubschrauber, dass er noch weiter auf mich rumbomben kann. Das ist doch... Ich brauche, glaube ich, eine Pause. Ja, fast 4,5 Stunden ist man dann doch ein bisschen durch. Na dann, bringen wir ihn mal auch noch um. Jetzt kann ich die Speicherkarte benutzen. Sehen Sie das? Ich beobachte Sie jetzt seit Tagen. Sie sind faszinierend. Ich meine, ich wusste immer, sie sind real. Die Geschichten, die Bilder, die Forschung, Legenden und Mythen. Die Storys meines Großvaters, alles real. Ich hätte nie Zweifel daran. Alles. Aber einen davon wirklich zu sehen, zu filmen, das ist was anderes. Dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich alles geopfert. Das ist buchstäblich das Größte, was mir je passiert ist. Warum suche ich den Typen nochmal? Der ist bekloppt. Natürlich war der Rest nicht so toll. Trotzdem. Ich muss ihm folgen. Sehen, wo er sich versteckt, wo er lebt, wo er herkam. Ich schalte jetzt ab, werde aber meine Funde irgendwie dokumentieren. Genau, kuschel doch mit ihm. ja. Den Ort finden, wo das Video aufgenommen wurde. Das ist ein Stückchen weiter nach dahin. Warst du jetzt wieder faul oder was? Natürlich war ich faul. Na, ist egal. Ich glaube, das macht nicht jetzt so einen großen Unterschied. Dann laufe ich halt.
Ich hätte gerne Einblendung, wie viel Kilometer ich jetzt schon gelaufen bin. The Golden Big Bum. Und jetzt folgen wir dem Hampelmann. Ich frage mich immer noch, warum wir den suchen. Ich würde den nicht suchen. Das ist halt Mulder Secret World Style. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist Mulder? Naja, weiß ich nicht. The truth is out there. In the fog. Da ist noch eine ganze Menge anderes Zeug im Nebel. So, hier Visual Tracking, da. Ach, das sind die Kollegen der Alten. Hey! Jetzt schleichen wir, oder was? Ja, bis der Ding schon vorher ist. Jetzt laufen wir im Zickzack immer hin und her, oder wie? Ja, nun, wie das halt mit wilden Viechern so ist, ne? Die laufen halt immer mal gerne woanders hin. Oh. Ah, ich vergaß, ja. Subjekt 3. Die lassen den einfach hier draußen stehen? Das ist ja nicht nett. Sind das jetzt Tests am lebenden Objekt? Ja. Sie sind auch alle wieder schmutzig, schmutzverseuchte. Ach Gottchen, wie viel kommen denn da? Hey, Erfolg geschafft. 25 Bewacher töten. Ich meine, die sind jetzt nicht wirklich hart, ne? Aber... ist jetzt auch gut, so langsam, oder nicht? Level 1 bitte.
Immer noch mehr. Ah, es ist ja auch eine Schlacht. Alles klar, wir sollen die Schlacht überleben. Hier oben steht sich's ganz gut. Visual Tracking initiated. Visual Tracking initiated. Oh, Scheiße! Scheiße! Nein, nicht so, nein! Lachen, lachen! Sehr geil. Oh nein, nicht so! Wie wollte er denn sterben? Dem Rudel folgen, um den Orochi-Operationsleiter zu finden. Und warum? Ich glaube, so er hatte da eine gewisse heldenhaftere Veranstaltung im Sinn. Also ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, das war deren Ambush, ne? Ja, die Orochis sind eh scheiße. Wir haben nichts drauf. Armleuchter erster Güte, also. Eine Höhle. Ja, wir wollen da rein. Ist das Solo-Instanz oder nicht? Nein, nein, ist es nicht. Wenn es eine Solo-Instanz wäre, dann würde das am Anfang immer gesagt werden. Ah, okay. Alles klar. So. Irgendein Alpha-Tier sollen wir besiegen. Aber ich will erstmal das Wissensobjekt hier. Gib mir das. Gib mir das. Wunderbar. Ach, du hast ihn schon gekillt, oder was? Nein. Ach so, das war nur so ein Grunt, oder was? Ich hab quasi mal was vorbereitet. Ja. Alles klar. Macht das ihm Schaden? Nö, das macht ihm keinen Schaden. Warum macht ihm das keinen Schaden? Weil wir das die anderen sind. Jo. Naja, wenn's mal wieder eine Nummer länger dauert. Das ist ja nur eine Warteveranstaltung hier. Ja, das ist aber auch nur eine Warteveranstaltung, weil ich da drauf hau. Verschwindet sofort wieder. Der kriegt so minimal Schaden und dann puff, sofort wieder weg. Er kriegt nicht minimal Schaden. Ja, viel Schaden ist es jetzt auch nicht. Sonst wird er wohl kaum so oft nach da also oben. Also ich weiß porten, ja nicht, oder? Was dein AE-Kritik macht, aber mein AE macht Kritik so ungefähr 2000 Schaden. Keine Ahnung. Können mal warten. Wie viel hat er noch? Er hat nur noch 800. Schade. Naja, 800 auf jeden Fall. Sonst wäre er nicht gestorben beim ersten Tick. So, ich glaube, ihm geht's nicht mehr gut. So, Tyler Freeborn. Lass mich raten, wir kriegen hier... wir kriegen hier eine weitere Quest. Das nimmt kein Ende, weißt du das? Die Freeborn-Quest ist cool.
Wir laufen, wir laufen. Durch den Schmutz. Ich mach's uns mal etwas bequemer. Finde ich gut. Pocht. So, jetzt kommen wir unter der Brücke, glaube ich, raus, ne? Oder wo bist du hingegangen? Ja. Unten am Felsen. Ja, ich hab. Ich sehe schon auf der Karte, ist ja direkt neben uns. Jetzt sind wir wieder auf dem Wendigo-Weg. Eine wunderschöne Alliteration. Haben sie dich erwischt, oder was? Ja, ich hab von ihr. Haha. Was? Haha. Bist du auf das Auto gesprungen, oder was? Oder warum wurde ich erwischt? Was hat mich erwischt? Was hat mich erwischt? Wo ist das Auto gesprungen? Ich hab trotzdem nicht gesehen, was mich erwischt hat. Die Toaster, die am Auto steht. Ach, hier steht was am Auto. Alles klar, die steht am Auto. Oh, kack. Geh mal hier lang. So, Spuren von Tyler finden. Wo ist denn der Tyler? Tyler tot? Tyler anscheinend nicht tot. Jedenfalls nicht bei den Leichen im Zelt. Wo bist du denn? Ach, du stehst da immer noch rum. Es ist doch irgendein Fotojournalist. Hier war doch eine Kamera. Scheiße. Wenn die TUS mal wieder von ihrem Jeep in ihren scheiß Truck reingehen würde, ne? Wo ziehen die mich denn lang? Ich wurde erst gerade mal wieder rausgeschmissen. Hörerei. Ja, ich weiß, wo die Kamera lag, ja. Nein, nein, nein. Alter, Movement-Krüppel hier am Start. So. Ach, die Alte ist schon wieder da. Wieso ist die Alte schon wieder an dem... Haha. Haben wir uns durchgeschlichen. Erinnern Sie sich, was ich über die blassen Männer schrieb? Nein. Die Geschichten? Nein. Die Bilder? Nein. Okay, okay. Passen Sie auf. Nein. Das ist einer davon. Einer der blassen Männer. Sie sind real. Sie kam mit dem Nebel. Ich glaube, sie gehören zu ihm. Oder vielleicht die stammen direkt aus Pirates of the Caribbean. Schon mal vom Rattenfänger hier von dem gehört. Komischen... Er hatte eine magische Flöte. Zuerst wie auch immer er heißt. Alle Ratten der Stadt ins Meer. Und dann, als man ihm seine Bezahlung verweigerte, spielte er die Flöte erneut. Nur diesmal folgten ihm nicht die Ratten ins Wasser. Es waren die Kinder. Ich schwöre, ich habe Musik gehört, als der Nebel alle fortholte. Ins Meer. Es war nicht natürlich. Ich habe sie gewarnt, aber sie hörten nicht zu. Sie hörten nicht zu. Tun sie das nicht immer? Also steckte ich meine Ohrstöpsel rein, drehte ganz laut auf, kroch unter den Tisch und schloss die Augen. Als Springsteen dann fertig war, herrschte überall Totenstille. Susies war völlig leer. Die ganze Scheißstadt war leer. Und der Nebel war zurückgegangen, raus aufs Meer. Nicht mehr als eine halbe Stunde höchstens. Die paar Tage, bis alle zurückkamen, waren seltsam. Wir verloren einige, die versuchten, durch den Nebel zu gehen. Wir hörten die Schreie. Aber was sollten wir tun?
Warum waren wir noch da? Na, ich wusste es. Wegen den Ohrstöpseln. Ich weiß es. Ich bin noch da, weil ich gebraucht werde. Es ist mein Job, meine Pflicht, die Sache aufzuklären. Was kam mit dem Nebel? Wer sind die blassen Männer? Was wollen sie? Es sind die dahinter. Rattenfänger von Hameln. Hinter dem Nebel. Ja, dann dürfen wir jetzt den Forschungslaptop mal wieder hacken. Nein, auch nicht. Hä? Ist das nicht der Laptop, den ich durchsuchen muss? Oder bei Tests? Ah, ich muss bei Tests gucken. Alles klar. Eine normale menschliche Blutprobe beschaffen, eine schmutzverseuchte menschliche Blutprobe und eine zweite schmutzverseuchte menschliche Blutprobe. Sie steht immer noch da. So, gibt's hier irgendwelche schmutzverseuchten Proben? Nein. Was bist du so untätig? Ist ja schlimm. Muss man alles selbst machen hier. Ich weiß auch nicht, wo ich die dämlichen Proben herkriege. Wahrscheinlich müssen wir die wieder hier aus dem Zelt rauslocken. Warum war ich auch nicht untätig? Ich bin mir nicht sicher, dass dieses das richtige Zelt ist. Gasleck entdeckt. Atemluft im Labor instabil. Labor sofort evakuieren. Gasleck entdeckt. Atemluft im Labor instabil. Labor sofort evakuieren. Ja, irgendwie nicht, ne? Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, dass das hier das richtige Zelt ist, aber das Prinzip ist richtig. Nee, ist es garantiert nicht. Warte, dann nehmen wir das davor. Dann müssen wir aber erst wieder so einen Container besorgen. Ich hab noch einen. Ach nein, ey. Ich bin aber geradezu reingelaufen. Nee, nicht reingelaufen. Ich hab's ja nicht gesehen. Die hat sich einfach direkt dann umgedreht, als ich gerade da vorbeigelaufen bin. Da kann ich ja nicht. Da habe ich ja keinen Einfluss auf die Drohne. Oder meinst du, ich kann ihr sagen, nee, tu das nicht. Also bei mir bist du da geradezu reingelaufen. Also. Also bei mir nicht, aber gut. Bei mir hat sie sich nämlich umgedreht. Die Alte steht hier die ganze Zeit rum. Also, das scheint es dann auch nicht zu sein. Oh oh. Wie doch? Wo hast du denn da eine hergefunden? Einer der Computer. Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein drittes Zelt. Vielleicht sind da ja auch noch welche drin. Normalzustand in ungefähr 30 Sekunden. Luftstabilisatoren aktiviert. Atemluft im Labor im Normalzustand in ungefähr 30 Sekunden. Also ich kann hier wieder nichts anwählen. Ja, dieses Licht wurde neutralisiert. Atemluft im Labor wurde stabilisiert. Mitarbeiter können sehr komisch, vielleicht ist Gasleck wurde neutralisiert. Ja, fehlt noch eine zweite schmutzverseuchte Probe.
Vor allem habe ich es auch irgendwie auch auf Englisch noch. Aber es stammt vielleicht auch noch von dir. Ja. Ja, wir waren in dem Feld hier, wo ich jetzt hingucke, ne? Aber in dem waren wir noch nicht. Ich weiß nicht. Kannst du hier irgendwas anklicken? Aha. Ja, das kann ich jetzt wieder anklicken. Und das muss ich auch wieder selber machen, alles klar. Resultate und ist das das? Nee. Also die TUS ist echt ein bisschen verbuggt, die sollte dann nicht dauerhaft stehen. So, das habe ich. So, jetzt müssen wir zum Lager der Gesundheitsbehörde. Alles klar. Ja, die steht da die ganze Zeit, ne? Ja, das ist nicht normal, also. Überall Zombies. Schrecklich. So, ist dann die Quest vorbei oder geht die noch weiter? Die geht weiter. Gott. Weil ich sag ja, ich würde so langsam mal gen Ende machen. Dauert die denn noch lang, oder? Geht, also 20 Minuten maximal. Oh Gott. Also doch noch ein bisschen länger. Ja du, dann lass uns doch einfach hier Feierabend machen und dann morgen an der Stelle weitermachen, oder Können wir machen, klar. Dann porte ich dir nochmal hinterher. Aber die Sachen und so, die behalte ich doch, das behalte ich doch im Inventar. Also ich meine, ich kann ja aufhören, wie ich will. Das ist richtig. Gut, dann stelle ich mich hier ins Wabanaki-Lager und mache einen auf Lockout. Und... ja, wie schon gesagt, morgen sind wir wieder da um 10 Uhr und dann auch mal so ungefähr wie heute. Ja, und ich werde mir jetzt erstmal irgendwie was zu essen ergattern und wünsche noch allen, die zuschauen und die noch da sind, einen wunderschönen Tag. Wie schon gesagt, schaut morgen gerne wieder vorbei, 10 Uhr sind wir wieder da und dann geht's weiter und dann werden wir uns auch, glaube ich, nicht mehr allzu lange hier in Blue Ridge Mountain, Blue Ridge Mountain? Ich glaube, ohne das Ridge dabei. Okay, nur Blue Mountain. Dann werden wir auch hier Blue Mountain verlassen und werden uns dann mal gen Ägypten wäre das nächste, richtig? Das ist richtig. Da schauen wir uns dann mal ein paar Mumien und ein paar Pyramiden an und ja, ich bin gespannt, was da so kommt. Richtung ägyptische Mythologie, ich weiß nicht. Da fallen mir nur Götter und Mumien ein. Wie sie damit. Das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt, ja. Wie sie damit drei Gebiete komplett voll machen wollen. Ich lass mich überraschen. Das war's von uns. Und ja, genau.
Was Graham vielleicht immer vergessen hat zu erwähnen ist, falls ihr einen Charakter habt, der mit uns spielen möchte, das könnt ihr natürlich gerne tun. Einfach Bescheid sagen, anschreiben, Ingame-Fanden, was auch immer. Ja, genau. Wenn wir irgendwie eine Instanz machen oder sowas, ne, kann man durchaus gerne mal anfragen und sagen, ne, kann ich mit? Und wir werden bestimmt nein sagen. Oder auch, wenn ihr bei denselben Questschritten seid. Ne, ihr seid da herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und dann sehen Graham und meine Person euch einfach mal morgen früh, sag ich jetzt einfach mal. Genau, so sieht's aus. Also, schönen Tag noch. Tschüss.